Auf der Suche nach einem naturbelassenen Treppelweg neben der Donau bleibe ich am Parkplatz vor dem Berg mit der Ruine Ackstein hängen und beschließe, die zu besuchen. Allerdings bequem mit dem Auto. Ich war schon vor 58 Jahren hier und die Burg noch frei zugänglich bis zum berühmten Rosengärtchen. Diese Aufzeichnungen sind vom Jahr 1986, Rekonstruktionszeichnungen vom Architekt Reitmeier, wie sie vielleicht im 15. Jahrhundert ausgesehen hat. Hadmar III., der Hund von Kuhenring, hat die Gefangenen im Rosengärtchen ausgesetzt. Heute ist, auch wegen der Corona-Krise, die Burg geschlossen. Der Gefängniserker und der Blick über den östlichen Teil der Burg bis zum Rosengärtchen auf dem senkrechten Fels und 320 Höhenmeter hinunter ins Donautal. Nochmals das Rosengärtchen bei der Kapelle. Jetzt der westliche, von der Sonne beschiedene Teil der Burg. Die Frontseite aus dem 15. Jahrhundert. Die erste Burg entstand 1181 von den Kuhenringern. Sie ist auf der 150 Meter langen Felszunge aufgebaut. 1429 galt sie schon als verfallen. Wieder aufgebaut, zerstörten die Türken 1485 und 1553 die Burg. 1606 erwarben die Habsburger die Burg und 1930 bemühte sich Graf Seilern um die Erhaltung der Ruine. Neben der Ruine, auf einem weiteren Felsenturm, hat sich ein Klettergarten etabliert. Nach der Fahrt wieder ins Donautal fahre ich zurück zum Ort Ackstein und besuche hier die alte Hammerschmiede, die noch im Jahr 1956 in Betrieb war und in Erinnerung beim Vorbeifahren sehr laut war. Über 500 Jahre war sie in Betrieb und wird heute als Museum erhalten. Sie wurde mit Wasserkraft betrieben, die den Hammer, Blasbalg und Schleifanlage in Bewegung setzte. Josef Prin war der letzte Besitzer. Das Schaufelrad wurde vom Wolfsteinbach über eine Wehranlage betrieben. Dann gehe ich zu Fuß an der Wehranlage und den dazugehörigen Teich vorbei zur Kartause Axbach. Es ist auch schon viele Jahre her, dass ich hier war. Die Klosterkirche der Kartäuser
wurde 1380 gegründet, 1393 päpstlich bestätigt und musste aber schon 1782, also 400 Jahre später, durch eine kaiserliche Kommission das Kloster verlassen. Leider ist auch heute die Kirche geschlossen. Das Wirken und Botschaft der Kartauser ist Einsamkeit und Schweigen als Wege zu Gott. Sie lebten abgeschieden in den Zellen. Durch meine Ausstellungen lernte ich vor 60 Jahren den jetzigen Besitzer kennen und war öfters eingeladen. Hier im ersten Stock hatten wir schöne Kamingespräche. Er hatte Klause erst kürzlich erworben und angefangen zu restaurieren. Hier der Arbeitsraum seiner Tochter für Bildhauerei, Schmuck und Metallschmelzen. Auch sind hier einige Arbeiten und die Brennöfen zu sehen. Das Museum dazu ist geschlossen. Der eigentliche Eingang seines Besitzers. Der Garten war damals ein besonders gepflegter Ort. Und die Erhaltung und auch die Rekonstruktion der Kartauser Malerei betrieb er erfolgreich. Das Gittertor zum Innenhof. Und ich gehe wieder entlang des Wolfsteinbaches an der Hammermühle vorbei zum Auto und fahre hinauf zum Dunkelsteiner Wald und zur Wallfahrtskirche Maria Langeck. Bald nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde dieser Klosterbau begonnen und 1783 fertiggestellt. Seit 1645 bis 1974, also 330 Jahre, hatten hier die Serviten die Seelsorge über. Der ganze Kirchenaufbau ist auf die Wallfahrt zu Maria, Heil der Kranken, ausgelegt und nimmt Bezug als die Klosterkirche der Servitenordens der Diener Mariens. Am Hauptaltar das Gnadenbild im Strahlenkranz. Maria heilt der Kranken. Links und rechts vom Altar die Eltern Mariens. Und über dem Auge Gottes im Gewölbe die Geburt Mariens. Der Kreuzaltar mit der Schmerzensmutter. Kuppelfresko Maria Himmelfahrt über den Orgelchor. Die Orgel erklang zum ersten Mal am 14. September 1782. An der höchsten Erhebung des Hügels steht die Ursprungskapelle. Es ist der vordere Teil des Presbyteriums der ersten Kirche. Im Inneren steht der schwarz-goldene Altar aus dem Jahr 1663. Mit dem Gemälde der schmerzhaften Mutter Gottes. Die Kirche steht dominierend über der Ansiedlung mit einem weiten Blick über den Dunkelsteiner Wald und ins Donautal der Wachau. Und ich fahre wieder hinunter nach Ackstein und weiter zum Servitenkloster Schönbühl. Konrad Balthasar von Starhemberg errichtete die Kirche 1666 und ließ nach dem Vorbild des Heiligen Landes die Geburtsgrotte in der Unterkirche bis zur Grablegung Christi am Hochaltar nachbauen. Bedeutend wurde Schönbühl als Wallfahrtsort zur Heiligen Rosalia, zum Schutz vor der Pest. Für mich besonders war der Ausgang hinter dem Hochaltar zum schönsten Erker.
leider heute verschlossen, zurück durch den langgestreckten schmalen Kirchenraum zum Klosterhof. Durch diese Tür gingen die Serviten, die ich noch kannte, in ihre Gemächer. 1980 wurde das Kloster aufgelöst. Die Donau von der Pforte. Und statt dem Erker genieße ich hier den Blick zum Schloss Schönbühl. Dann gehe ich hinunter in den ehemaligen Park mit dem Brunnen und schaue auf den senkrechten Felsen zum kleinen Erker, den mir ein Servitenpater gezeigt hat, und auch unten die Geburtsgrotte. Ein kleiner Steig unterhalb des Klosters bringt mich zur Donau. Sehr erstaunt und erfreut endet der kleine Steig nach dem Kloster in den noch ursprünglich belassenen Treppelweg. Und so komme ich doch noch zu einer Wanderung circa 1,5 Kilometer längs der Donau. Zurück geht es hier auf den Radweg und Bundesstraße nach Schönbühl und Auto. Diese Straße war vor 65 Jahren noch abenteuerlich, dunkel und schmal.